Herzlich willkommen zur Vorstellung des Interton Videocomputer VC4000, einer Spielkonsole der zweiten Generation mit wechselbaren Spielmodulen, ausgestattet mit einer 8-Bit Synetic CPU, getaktet mit 0,887 MHz, 37 Bytes RAM, zumindest im engeren Sinne, eine Auflösung von 128x200 Pixeln, 4 einfarbigen Sprites pro Zeile, eine Auswahl aus 8 Farben sowie einem Audiokanal zur Ton- und Geräuscherzeugung. Erschienen ist die Konsole in Deutschland Ende 1978 und kostete bei Markteinführung rund 400 deutsche Mark. Auf die Eigenschaft, dass es sich um eine CPU-gesteuerte Konsole handelt, wird bereits bei der Namensgebung Wert gelegt, handelt es sich doch um einen Videocomputer und nicht etwa um ein Videospiel. Folgende Aussagen auf der Verpackung verdeutlichen dies. Der VC4000 ist ein Videocomputer von höchster technischer Perfektion. Er funktioniert wie die Zentraleinheit einer großen EDV-Anlage und ist Lese- und Steuergerät für eine Vielzahl von Videoprogrammen. Wie bei sämtlichen Spielanleitungen auch, sind die Erläuterungen auf der Verpackung dreisprachig, nämlich Deutsch, Englisch und Französisch. Während wir die Konsole auspacken, noch ein paar Begleitinformationen. Häufig wird der VC4000 als einzige in Westdeutschland entwickelte Konsole des letzten Jahrtausends genannt. Tatsächlich ist jedoch umstritten, wie viel Eigenentwicklung darin tatsächlich steckt. Interton, damals eher bekannt unter anderem als Hersteller von Hörgeräten, hat im Hinblick auf Unterhaltungselektronik übrigens bereits mehrjährige Markterfahrung als Hersteller von Pong-Konsolen gesammelt. Zum Lieferumfang gehören die Konsole selbst sowie zwei Controller und ein Netzteil. Controller und Netzteil werden auf der Rückseite der Konsole eingesteckt. Hinsichtlich der Steckergestaltung weht uns hier der erste Hauch von Exotik entgegen. Qualitativ sind die Stecker jedoch nicht zu beanstanden. Sie hinterlassen einen stabilen Eindruck und sitzen nach dem Einstecken passgenau und fest in ihren Buchsen. Ungewöhnlich ist auch die Stromversorgung mit 15 bzw. 8 Volt, Wechselstrom wohlgemerkt, war doch zu dieser Zeit eher eine Versorgung mit 9 Volt Gleichspannung anzutreffen. Somit erübrigt sich logischerweise auch ein Batteriefach. Auch eine Seriennummer sucht man auf einem Interton VC4000 vergeblich. Nachdem die Konsole aufgebaut ist, fällt insgesamt eine gefühlt hohe Verarbeitungsqualität auf. Die Steckverbindungen haben wir schon angesprochen, aber auch die Gehäusescheiben sowohl von der Konsole selbst als auch von den Controllern wirken hochwertig. Gleiches gilt für die Joysticks und die Tasten. Einzig eine Staubschutzklappe für den Modulschacht vermissen wir schmerzlich. In der Bedienungsanleitung verweist Interton darauf, nach Benutzung der Konsole eine Kassette im Modulschacht zu belassen, um diesen vor Staub zu schützen. Typisch für eine Konsole dieser Zeit sind die Kabellängen. Während das Anschlusskabel für den Fernseher mit Koax-Stecker ca. 2,60 Meter lang ist, sind die Controllerkabel mit etwas über einem Meter Länge deutlich kürzer. Dem liegt die zeitgenössische Idee zugrunde, dass die Konsole grundsätzlich am einzigen im Haushalt verfügbaren Fernsehgerät angeschlossen wird, das heißt vermutlich im Wohnzimmer, und die Konsole dort dann auf dem Couchtisch steht. Viel längere Controllerkabel hätten zudem keinen großen Vorteil geboten, da die Spiele über die Tasten an der Konsole selektiert und gestartet werden. Letzteres hätte man zwar über eine der vielen Tasten an den Controllern lösen können, hat man aber nicht. Andere Zeiten, andere Sitten. Betrachten wir jetzt die Controller, die Interton als Handspielgeräte bezeichnet, genauer. Diese wirken auf den ersten Blick etwas skurril. Oben haben wir einen analogen Joystick und darunter ein Bedienfeld mit 14 Tastern. Die beiden roten Taster haben dabei die Funktion eines Feuerknopfes und senden ein identisches Signal an die Konsole. Somit gewährleistet die Anordnung der Feuerfunktion, dass diese sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder gleichermaßen bequem erreichbar ist. Darunter befinden sich 12 weitere Tasten, die je nach Spiel gar keine oder unterschiedliche Funktionen haben. Für letzteren Fall sind einigen Spielen Overlays in den Spielanleitungen als Aufleger für Handspielgeräte betitelt beigefügt. In Zeiten von Drehreglern oder Joysticks mit nur einem Feuerknopf war dieses Konzept sehr innovativ. Analoge Joysticks waren zu diesen Zeiten übrigens nicht unüblich. Ein absolutes Novum hingegen war, dass die Joysticks selbsttätig in die Nullstellung zurückfanden. Sie waren sozusagen autozentrierend. Im Vergleich hierzu ein zeitgenössischer anderer Analogstick. Wird dieser in eine Richtung bewegt, bleibt der Stick dort stehen.
Technisch wird die Joystick-Bewegung beim Interton wie folgt umgesetzt. Wird der Joystick bewegt, setzen zwei Laufschienen dies in eine Verstellung dieser beiden Potentiometer zur Messung der horizontalen und vertikalen Bewegung um. Das Funktionsprinzip ist dasselbe wie bei dem Fremdcontroller, den ich eben gerade gezeigt habe. Beim Interton-Handspielgerät jedoch wird der Joystick durch diese beiden Federn in die Nullstellung zurückgezogen. Dieses Prinzip hat eine Nebenwirkung. Je stärker sich die Federn spannen, desto schwerer lässt sich der Joystick bewegen. Nicht dramatisch, aber spürbar. Dass diese Umsetzung der Autozentrierung nicht nur Vorteile hat, werden wir sehen, sobald wir betrachten, wie unterschiedlich der Controller bei verschiedenen Spielen eingesetzt wird. Aber dazu kommen wir später. Das Bedienkonzept, Joystick und ein Tastenfeld zu kombinieren, wurde später von anderen Konsolenherstellern adaptiert. Als Beispiele seien die Konsolen Intellivision, ColecoVision und Arcadia 2001 genannt. Und selbst Jahrzehnte später scheint dieses Konzept mit etwas Fantasie nicht tot zu sein. Die Umschreibung zukunftsweisend ist in diesem Zusammenhang nicht übertrieben. Präsentiert wurde der Interton VC4000 im August 1977 auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Damit war Interton vermutlich der erste Hersteller, welcher solch ein Bedienkonzept der Öffentlichkeit präsentierte. Unabhängig davon liegt das Handspielgerät trotz seiner Größe, verglichen mit anderen Controllern aus der Zeit, subjektiv betrachtet noch verhältnismäßig gut in der Hand und hinterlässt einen sehr soliden Eindruck. Und jetzt wird gespielt. Spiele wurden ausschließlich durch Interton selbst veröffentlicht. Die optische Gestaltung der Module und der Verpackung erfolgte nach einem sehr einheitlichen Muster. Die Spiele sind durchnummeriert von 1 bis 40. Tatsächlich erschienen sind aber nur 37 Titel. Die Nummern 34, 35 und 36 wurden zwar angekündigt, aber nie veröffentlicht. Die Verpackungen präsentieren sich als recht großer Karton mit aufwendiger Covergestaltung. Auffällig ist, dass die Systembezeichnung überaus groß angebracht ist, während der Spieltitel im Vergleich dazu fast versteckt neben der Nummer aufgedruckt ist. Auf vielen Kartons befindet sich der Hinweis, dass diese Kassetten auch im Grundix Superplay Computer 4000 lauffähig sind. Dabei handelt es sich um ein lizenzgefertigtes Schwestersystem, das im Gegensatz zum Interton aufgrund einer speziellen Anschlusstechnik nur mit Grundig-Fernsehen betrieben werden konnte. Ein weiteres Lizenzgerät war der Tele-Videocomputer TVC4000 der Körting Hannover AG. Charmant ist, dass die Kartons einen bedruckten Rücken haben und so wie eine Bücherserie in das Regal gestellt werden können. Der stabile Deckel lässt sich auf- und ausklappen und gibt dann einen Blick auf die zwar dreisprachige, dafür aber inhaltlich meist auf das Nötigste beschränkte Spielanleitung frei. Rechts ist dann das Modul in eine Mulde eingelassen. Dieser Teil der Verpackung ist leider nicht so stabil wie der Rest. Insgesamt ist die Präsentation aber wirklich sehr gelungen, wie ein schneller Vergleich mit diesen Palladium- oder MBO-Modulen zeigt. Starten wir das erste Spiel. Das Modul steckt, die Konsole wird eingeschaltet. Eine Betriebsleuchte existiert nicht, was für die Zeit aber recht typisch ist. Witzigerweise hat man in die Mulde des einen Ausschalters hier noch einen roten Streifen geklebt, der beim Anschalten sichtbar wird und zusätzlich zur Schalterbeschriftung verdeutlicht, dass die Konsole nun auch wirklich eingeschaltet ist. Das Modul wird nicht automatisch in den Adressraum eingeblendet, hierfür muss zunächst diese Taste mit den zwei Pfeilen nach links gedrückt werden. Sie dient gleichzeitig als Reset-Knopf. Die Module haben übrigens einen Umfang von 2 oder 4 Kilobyte. Mit der Pfeil-nach-rechts-Taste werden verschiedene Spielmodi ausgewählt. Man kann diese Taste hierfür auch gedrückt halten. Dieses Modul beinhaltet, wie man sieht, drei grundverschiedene Autorennen in Ein- oder Zweispieler-Varianten. Mit der Start-Taste beginnt das gewählte Spiel. Bei diesem Spiel hier wird der analoge Stick zur Steuerung, das heißt Lenken und Beschleunigen, sinnvoll eingesetzt. Alle Spielvarianten dieser Kassette dauern genau 2 Minuten und 45 Sekunden. Bei dieser Variante hier ist es das Ziel, in dieser Zeit eine möglichst lange Strecke zurückzulegen. Zusammenstöße werden oben links und die absolvierte Strecke rechts gezielt. Nach Ablauf der Zeit stoppt das Spiel, Punktzahlen werden aber nicht gespeichert. Wer als Einzelspieler auf Highscore-Jagd gehen will, muss die Bestleistung zeitgenössisch mit Stift auf Papier verewigen. Das Speichermedium Notizblock wird für alle Kassetten benötigt, bei denen auf Punktzahl gespielt wird. Wir schauen uns jetzt mal dieses dritte Spiel auf der Kassette an. Das dritte Spiel bietet mehrere Rundkursstrecken für ein oder zwei Spieler. Ein Spieler fährt allein, was höchstens als Training taugt, da es keinen Computergegner gibt. Zwei Spieler fahren ein Duell gegeneinander. Gewonnen hat, wer in den 2 Minuten und 45 Sekunden am weitesten gekommen ist. Hier werden übrigens weder Runden noch die Strecke gezählt. Greifen wir nun zu Kassette Nummer 3, den Ballspielen. Dieses Spiel enthält solche bereits erwähnten Aufleger, die man heraustrennen und dann über die Tastatur der Controller legen kann. Doch dazu später.
Diese Kassette enthält Pong- und Breakout-Varianten in allen erdenklichen Variationen. Die brauchen wir uns nicht alle anzuschauen, jedoch nutze ich das Spiel Nummer 41, um auf einen Nachteil der Autozentrierung hinzuweisen. In den äußeren Bereichen des Spielfeldes lässt sich der Schläger aufgrund der Rückholfedern merklich schwerer bewegen. Da fehlt einem dann unter Umständen das letzte Quäntchen Fingerspitzengefühl. Das würde mit Analogcontrollern ohne Autozentrierung, wie vorhin gezeigt, etwas galanter von der Hand gehen. Ich springe zur Kassette Nummer 25, Kegeln und Bowling. Die Steuerung ist hier grundsätzlich genial gelöst. Der Spieler kann sich frei nach rechts und links bewegen. Je schneller der Stick nach vorn bewegt wird, desto stärker ist der Wurf. Wenn man den Spieler in die gewünschte Position gebracht hat, ließe sich der Wurf aber viel besser dosieren, wenn der Stick nicht laufend in die Mittelstellung zurück wollte. Die Steuerung dieses Spiels ist zwar immer noch gut und vor allem innovativ, wäre ohne diesen Federmechanismus aber vermutlich noch besser. Das soll zum Stick erstmal reichen. Jetzt nutzen wir mit einem Sprung zur Kassette 2 das Tastenfeld der Controller aus. Kassette 2 ist ein Kartenspiel, genauer gesagt Blackjack, das allein oder zu zweit gegen die Bank gespielt werden kann. Und hier kommen jetzt sinnvoll die Tastaturaufleger zum Einsatz. Die Eingabe des Wetteinsatzes, das Aufnehmen der Karten, Einsatz verdoppeln und so weiter, all diese Funktionen verteilen sich sinnvoll auf insgesamt 8 Tasten. Mit dem Aufleger werden diese Tasten dann quasi beschriftet. Die Aufleger werden wirklich nur aufgelegt und das hält erstaunlich gut, wie man hier sieht. Gewonnen ist das Spiel, wenn einer der Spieler 1000 Geldeinheiten erreicht hat. Die Konsole ist Sieger, wenn einer der Spieler pleite ist. Wir springen zur Kassette 21, die mit Reversi ein Brettspiel beinhaltet. Ja, warum zeige ich ein Brettspiel? Ganz einfach, wenn man blind in den Topf der 37 erschienenen Intertonspiele greift, erwischt man mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 30% ein Brett oder ähnliches Spiel. Und dazu zähle ich Blackjack, wie eben gezeigt, Reversi, Memory, zweimal Schach, Dame, Codebreaker, Hangman, vier Gewinn, Solitär und Backgammon. Ja, warum auch nicht? Wir befinden uns in der Anfangszeit der CPU-gesteuerten Konsolen. Was liegt näher, als für beliebte Brett- und ähnliche Spiele einen CPU-gesteuerten Gegner zur Verfügung zu stellen? Nimmt man jetzt noch die beiden Mathematikübungsspiele und ein Simon, also Sensu-ähnliches Spiel dazu, stellt man fest, dass 14 der 37 erschienenen Spiele reine Denkaufgaben sind. Schach, Dame und Backgammon bringen übrigens 1 Kilobyte zusätzlichen Speicher mit. Ein Kuriosum stellen die beiden Schachspiele dar. Im Gegensatz zu zum Beispiel Reversi wird kein Spielfeld dargestellt, sondern wie hier zu sehen auf diesem Screenshot, die Züge per Tastenfeld eingegeben und in diesem Beispiel dann als Ziehe von C7 auf C6 auf dem Bildschirm dargestellt. Die Figuren müssen separat auf einem echten Schachbrett gezogen werden. Dies ist in der Verpackung übrigens nicht enthalten. Okay, bevor wir uns nun die Top-Spiele anschauen, ordnen wir die Intertone-Konsole hinsichtlich ihrer Stärke kurz ein. Die Konsole wurde von 1978 bis 1983 vertrieben. Verkaufszahlen sind übrigens nicht bekannt. Wir orientieren uns hinsichtlich der am deutschen Markt erhältlichen Konkurrenzprodukte gleich, aber im Erscheinungsjahr 78, auch wenn viele der Spiele entsprechend später erschienen sind. Okay, dann schauen wir mal, was für den geneigten Videospieler 1978 am deutschen Markt erhältlich war. Zunächst einmal die Handhelds, zum einen Spiele, die versucht haben, Videospiele elektromechanisch nachzuahmen, hier als Beispiel das Formula One von Tomy. Ebenso gab es Handhelds mit einfacher LCD-Anzeige, hier repräsentiert durch Superhirn eine Einspieler-Mastermind- bzw. Codebreaker-Variante aus dem Hause Parker. Für das, was jetzt kommt, benötigen wir bereits einen Bildschirm. Ja, die Pong-Konsolen, 1978 bereits zur Massenware degradiert und unter 100 Mark zu haben. Häufig mit 4 verschiedenen hart verdrahteten Pong-Varianten und je nach Ausstattungsvariante mit 2 Lichtpistolen spielen, bei denen Quadrate vom Bildschirm geschossen werden mussten. Dann gab es als Steigerungsform die sogenannten PC50X-Konsolen, hier als Beispiel das MBO Color Telebal Kassettensystem.
Diese Konsolen hatten wie die Pong-Konsolen auch ebenfalls keine CPU, dafür aber wechselbare Spiele, welche auf den Kassettenhard verdrahtet waren. Je nach System gab es bis zu 7 Kassetten, unter anderem ein rudimentäres Autorennen, ein einfaches Motorrad-Springspielchen, ein optionsarmes Panzerspiel sowie Pong und Breakout. Die Schwesterkonsole von Palladium kostete rund 150 Mark inklusive des Autospielchens. 1976 erschien in den USA mit dem Fairchild Channel F die weltweit erste Konsole mit wechselbaren Kassetten und CPU. Als Lizenzbau schwappte diese Konsole etwas später unter anderem als Saba Video Play über den großen Teich nach Deutschland. Stärker als die bis hierher gezeigten Konsolen und zu einem Einführungspreis von ca. 500 Mark inklusive zweier eingebauter Spiele. Der Preis Ende 78 ist mir leider unbekannt. Und dann kommt unser Intertone VC 4000 als bis dahin beste Konsole dieser Aufzählung. Nun, war's das? Nein. Ebenfalls Ende 78 erschien die Philips VideoPack G7000 Konsole. Und was soll ich sagen, diese Konsole legt im Vergleich zum Intertone noch etwas drauf, ist dafür aber etwas teurer gewesen. Das Atari VCS wird in dieser Liste vermisst? Nun ja, das kam erst später nach Deutschland. Okay, nachdem wir jetzt aber festgestellt haben, dass die Technik des Intertone durchaus aktuell war, können wir die folgende Top 5 bzw. Liste der bemerkenswerten Intertone-Spiele gegebenenfalls besser einordnen. Und jetzt geht's los mit der Top 5, allerdings nicht im herkömmlichen Sinne. Mir war eine historische Basis gemessen an der verfügbaren Technik und herrschenden Stimmung dieser Zeit wichtig. Das gestaltet sich mangels Verkaufszahlen, historischer Ranglisten oder Testberichte für dieses System leider schwierig. Immerhin erschien im Haie Verlag systemübergreifend das große Handbuch der Videospiele Stand 1984-85 mit zwar sehr subjektiven, aber doch zeitgenössischen und mit einer Durchschnittswertung mit etwas schlechter als befriedigend, doch recht kritischen Wertung des Autors. Und in der Zeitschrift Telematch, Ausgabe April-Mai 83, erschien ein Artikel, der einen kleinen Hinweis auf drei anscheinend beliebte Intertone-Spiele gibt. Dies habe ich mit meinen persönlichen Eindrücken kombiniert und folgendes ist dabei in loser Reihenfolge herausgekommen. Brett und ähnliche Spiele lasse ich dabei außen vor. Platz 5 ist die Kassette Nummer 14 namens Motocross. Tatsächlich drin ist ein Dragster-Rennen. Ein oder zwei Spieler versuchen durch optimales Schalten, ohne den Motor zu überdrehen oder abzuwürgen, eine Bestzeit zu fahren. Der Autor vorgenannten Buches schreibt dazu, das prickelt und macht Spaß. Und er schreibt, eines meiner Lieblingsspiele. Die Siegerehrung wird als Gimmick hervorgehoben. Mein Fall ist es spielerisch nicht unbedingt, aber technisch ist es tatsächlich eines der höherwertigen Spiele. Interessant ist die Steuerung. Der Stick wird hier wie eine Haarschaltung benutzt. Der Start wirkt allerdings etwas träge. Platz 4 ist Kassette 28 mit dem Spiel Cockpit. Hier muss ein Flugzeug unter je nach Schwierigkeitsgrad häufigen Gegensteuern gestartet, in der Luft gehalten und gelandet werden. Im vorgenannten Spielebuch heißt es dazu, ein Spiel der Superklasse, das müssen Sie gespielt haben. Ein Geschicklichkeits-, Reaktions- und Lernspiel, das eine ausgezeichnete Flugsimulation vermittelt. Und wie gesagt, ein Topspiel, so steht es dort, mit der abschließenden Wertung 1+. Sehr gut. In der Zeitung Telematch wird es als ein mit schöner Regelmäßigkeit als Lieblingsspiel genannter Titel erwähnt. Ja, mit nostalgischer Brille kann man dieses Spiel auch heute noch antesten. Technisch gesehen ist es jedenfalls einwandfrei umgesetzt. Platz 3 markiert die Kassette Nummer 32 mit dem Spiel Weltrauminvasoren. Die Ähnlichkeit mit Space Invaders ist unverkennbar. Was hier im Video weiß wirkt, ist in Wirklichkeit übrigens knallgelb. Das liegt an der Aufnahme. In der Telematch als Lieblingsspiel erwähnt, erhält der Titel im Handbuch der Videospiele die Wertung gut. Die Intertone-Variante ist zunächst wegen der analogen Steuerung etwas gewöhnungsbedürftig, spielt sich dann aber gut und bietet viele verschiedene Spieloptionen. Eine wirklich gute Umsetzung, die in keiner Sammlung fehlt. Sollte. Auf Platz 2 landet die Kassette Nummer 40 mit Super Space. Hierbei handelt es sich unschwer zu erkennen um eine leicht reduzierte Defender-Variante. Im Handbuch der Videospiele heißt es dazu, diese Kassette kam am letzten Tag vor Redaktionsschluss auf den Tisch, deshalb nur ein kurzer erster Eindruck, die Grafik lässt noch zu wünschen übrig. Das Spiel selbst beweist deutlich, dass man auch in Deutschland ausgezeichnete Spiele machen kann. Hier müssen nur Talente entdeckt werden. Für Intertone-Besitzer jedenfalls eine erfreuliche Neuerscheinung, die viele Freunde finden wird. Note? Gut. Meine persönliche Meinung, eine gut spielbare horizontale Weltraumballerei im Defender-Stil, das Spiel gehört eindeutig in die Top 5.
Platz 1, Kassette 37 mit dem etwas irreführenden Namen Monster Man. Vielmehr gilt es hier als Spinne in Pac-Man-Manier, die auftauchenden Insekten zu fressen und sich vor den Gegnern in Acht zu nehmen. Frisst man jedoch von den grünen runden Dingern, kann man die Gegner für kurze Zeit, wie bei Pac-Man, selbst fressen. In der Telematch als Lieblingsspiel genannt, erntet der Titel im Handbuch der Videospiele nur eine 2 bis 3. Zu Unrecht, wie ich finde. Monster Man ist technisch, von den flackernden Gegnern mal abgesehen, hervorragend in Szene gesetzt und macht wirklich Spaß. 12 unterschiedliche Spielmodi sorgen für Abwechslung. Auch persönlich mein erster Platz. Mit dieser Spielauswahl endet der Kurzüberblick über den Interton Videocomputer VC 4000 aus Deutschland, der sich später nie wirklich gegen Konkurrenten wie Atari durchsetzen konnte. Im Zuge der Krise im Videospielmarkt ging dem Hersteller 1983 schließlich das Geld aus und die Firma zog sich aus dem Geschäft mit Unterhaltungselektronik zurück. Wer die restlichen Spiele antesten möchte, ohne sich echte Hardware anzuschaffen, kann dies heute mit dem Emulator Win Arcadia tun. Nicht perfekt, aber brauchbar. In diesem Sinne, alles Gute.